Das Publikum. Das Publikum ist ja derartig geduldig, man wird die Eintrittspreise erhöhen müssen. Sind Sie wahnsinnig? Das ist ja genau das, was das Publikum verträgt. Das Volk, das nagt ja schon am, das darbt ja. Ja, deshalb ist es ja nahezu vollzählig auf der Flucht. Auf den Bahamas, Malediven und Seychellen ist ja kein Zimmer mehr zu kriegen. Ja, die Fluchtwege sind verstopft. Ja klar, weil die Leute müssen ja weg, das ist ja zu Hause alles zu teuer, nicht? Das Bier, die Autos, die Soziallasten, alles wegen der Krise. Es gibt keine Krise. Was? Es gibt keine Krise. Ja, hören Sie mal, wo man hinsieht. Wo ich in einer Zauberschau hinsehe, sehe ich eine zersägte Jungfrau. Ich habe noch nie eine zersägte Jungfrau gesehen. Also Sie halten Krisen für getürkt. Das ist Vulgär-Marxismus. Denkbar, denkbar. Also Sie meinen, wer den großen Krisentrick beherrscht, der wird daran verdienen? Das ist in der Zauberei nachgewiesen. Denn ein Trick, der sich amortisiert, der ist so teuer, dass ich den ein armer Magier gar nicht kaufen kann. Sie flüchten sich immer in so ästhetische Formeln. Warum machen Sie das? Ich meine, Selbstschutz. Eine geklebte rote Nase kann einem keiner blau hauen.